Unabhängigkeit, ich glaube, das ist ein grosses Wort. Unabhängigkeit, für uns schon immer ein großes Wort. Uns ein Diktat aufzuerlegen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Wir können nur das machen, was wir machen. Wir haben nie versucht, besonders originell zu wirken. Man konnte uns nicht sagen, macht mal etwas mehr Mittelmaß oder Mainstream-Musik, damit wir das besser verkaufen können. Sie wussten einfach, was sie an Yello hatten. Die Tatsache, dass ich seit 25 Jahren mit dem Boris zusammen Musik mache, hängt damit zusammen, dass ich dieses wunderbare Spiel, diesen wunderbaren Dialog liebe. Es ist jedes Mal ein großes Vergnügen, in Boris' Klangwelten einzutauchen und die Figur, die ich dann erfinde, wie eine Filmfigur darzustellen. Ich bin sozusagen süchtig danach, in den Stücken von Boris aufzutreten. Ich hoffe, ich kann das bis etwa zum 95. Lebensjahr tun. Und hoffe, dass ich das machen kann, bis ich so 96 bin. Kennengelernt haben wir uns durch einen Plattenladen. Der ist bekannt für wir lernten uns offiziell in einem Plattengeschäft kennen, in dem auch Dieter ein- und ausging. Es war bekannt für Importe von Underground, früher Techno- und Industrial-Musik aus England. Dem dortigen Verkäufer, Paul Weishavell, zeigte ich jeweils meine selbstproduzierten Bänder. Er fand, die Musik sei zwar okay, aber ihm fehle irgendwie der Gesang. Und er wüsste einen komischen Typen, der dazu passen könnte. Ende der 70er Jahre beginnt Dieter Meier als Sänger aufzutreten. Man kennt ihn bereits als Aktionskünstler und Experimentalfilmer. Paul Weishavell, Inhaber eines Zürcher Plattengeschäfts, produziert zwei Solo-Singles mit ihm. In einem kleinen Studio, das ich damals mit Carlos Peron hatte, bauten wir in der Küche einen Korpus ein und stellten die kleinen Mischpulte und Synthesizer auf. Dieter tauchte da an einem Samstagnachmittag auf, wir machten Aufnahmen und etwa drei Tage danach kam die Kündigung mit der Begründung, es wäre zu laut gewesen und es hätte einer geschrien wie am Spieß. Ich dachte mir sogar, würde man in den Viertelzollbändern nachgraben, fände man vielleicht noch die Originalaufnahme. Ich glaube, sie ist Dead Cat. Ich hatte ja damals bereits einen Solo-Auftritt angekündigt, fand dann aber, ich müsse ab sofort nicht mehr solo, sondern mit Boris zusammen auf die Bühne. Aber Boris fand, nach zwei Wochen schon aufzutreten, sei unseriös. Das kenne ich doch nicht, dass er zwei Wochen sich nur kennen und dann schon auftreten und so. Wir haben eine Kompromissformel gefunden. Wir fanden dann eine Kompromissformel. Ich stand im Kinoforum auf der Bühne und Boris Blank war gemeinsam mit Peron im Orchestergraben. Man sah nur die Frisur. Ihr wolltet das Risiko eines Fiaskos nicht eingehen. Ihr wärt dann über den Souffleurkasten abgehauen, wenn es in die Hose gegangen wäre. Der Fluchtweg war vorbereitet. Es hätte geheißen, der Meier sang Playback. Da war ja sonst keiner. I'm gonna see.
1979 produziert Paul Weisabel die erste Yellow-Single IT Splash. Das Cover gestaltet Boris Blank. Mit dabei ist damals noch Carlos Perón, ein Musikkollege von Blank. Nach 4 Jahren verlässt Perón die Band. Hier im Zürcher Kulturzentrum Rote Fabrik haben Yellow in den 80er Jahren ihr erstes Musikstudio. Als ich den Boris getroffen habe, 1979. Da unten, wo jetzt ein Theater steht, besaß ich einen Raum, als ich Boris kennenlernte. Das war 1979. Ich war der Einzige in diesem Atelier. Da schrieb ich mein erstes Drehbuch, aus dem 1979-80 ein Spielfilm wurde. Und nachher später eben der Boris oben in der großen. Boris installierte dann oben in einer Art Loge, einem ehemaligen Kontrollraum der Fabrik, von dem aus man die Maschinen beobachten konnte, seine Synthesizer. Boris hat dann dort oben seine Synthesizer installiert und ich weiß. Boris hatte damals einen Tagesjob, um Geld zu verdienen. Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie er jeweils nach 15 Uhr mit seinen Geräten und seiner Mütze um die Ecke stürmte, kurz grüßte und sich dann da oben verschanzte. Und dort schrieb er in den Anfängen meistens pro Tag ein Stück. Er arbeitete immer bis weit nach Mitternacht und dann war ein Stück von der Grundidee bis zur fertigen Mischung auf einer Kassette. Am nächsten Tag hörte er sich die im Lastwagen den ganzen Tag an und am nächsten Tag machte er eine neue. Früher, als es die Sampling-Methoden noch nicht gab, habe ich für ein 5-Minuten-Stück eben 5 Minuten Bongo gespielt. Und wenn ich einen Fehler machte, ich war ja allein und hatte keinen, der mir die Bandmaschine bediente und mich an der Fehlerstelle einklickte, dann habe ich wieder von vorne angefangen und 5 Minuten Bongo gespielt, bis ich blutige Finger hatte. Auch Bass und anderes habe ich alles selber gespielt. Background-Vocals und Chöre habe ich im Playback-Verfahren bis zu 20 Stimmen aufgenommen. Zum Beispiel auf der ersten LP, Magneto, sind die Chöre alle selbst gemacht, ohne Samplingmaschinen. Das ist alles mit eben auch ohne Samplingmaschinen gegangen. It was about 1980. 1980 kam einer meiner Freunde von Kalifornien zurück. Er hatte Ralph Records besucht, wo Yellow eben unterschrieben hatten. Er legte eine Kopie von Solid Pleasure auf. Es war wie eine Atombombe. Ich erinnere mich an die Ideen, den Sound. Alles war originell, ungewöhnlich. Das Equipment, das sie benutzten, kannte ich. Ich wusste auch, wie sie es benutzten. Aber wie kamen sie zu diesen Sounds? Es war ein starkes Gefühl. Nachdem ich 3 Tracks gehört hatte, wusste ich, ich muss die treffen. Ich hatte einen Vertrag gemacht mit dem Label aus San Francisco. Ich hatte einen Vertrag mit Ralph Records, mit The Residents in San Francisco. Auch Snakefinger war da. Eines Tages schickten die mir eine Platte. Solid Pleasure. Was mich fasziniert hat, ist, das Froschbaby faszinierte mich. Ich drehte es um und lese: Dieter Meier, Boris Blank, Carlos Perón. Platinum One Zürich. Und ich habe ja ziemlich alles gewusst, was in der Schweiz läuft. Aber das habe ich nicht gewusst. Von Yellow habe ich also nie etwas gehört.
Ich wusste ziemlich Bescheid über alles, was in der Schweiz läuft. Aber von Yellow hatte ich noch nie gehört. Ich hörte mir die Musik an, die damals in den 80ern jenseits von Gut und Böse war. Sie war sehr alternativ und innovativ, vom Feinsten, mit einer Bandbreite, die ich noch nie gehört hatte. Und hat einfach auch eine Bandbreite gehabt, die ich bisher nicht gehört habe. Ich brauchte etwa 6 Wochen, um sie ausfindig zu machen. Zuerst wandte ich mich an Ralph Records in Kalifornien. Die schickten mich zu Carlos, der dort das Business überwachte. Das war ziemlich chaotisch. Ich spürte Dieter in einem Berliner Hotel auf. Er arbeitete dort am Film Jetzt und Alles. Ich sagte, Dieter, wo Sie auch immer sind, ich muss Sie unter allen Umständen treffen, weil wir ab sofort Ihre englische Plattenfirma sind. Elektronische Musik ist und war schon immer eines meiner Steckenpferde. Ich war ja bereits von Kraftwerk fasziniert und von Can, falls jemandem bekannt. Und daher war Yellow wie eine logische Fortsetzung. Ich fragte mich, wie diese Sounds entstanden sind. Wie sind die Sounds entstanden, die da drin sind? Ich habe dann auf jeden Fall gefunden, du musst jetzt so schnell. Jedenfalls wollte ich so schnell wie möglich Kontakt zu Yellow und kam nach Zürich. Traf sie und wir waren uns ziemlich schnell einig, die richtigen Partner zu sein. Und so habe ich Yellow, wenn man so will, entdeckt. Wir haben ja immer alles selber gemacht. Oder? Wir haben die eigenen Videos. Wir machten immer alles selber. Videos, die Covers, das Studio war unseres. Wir gaben nie ein Band aus der Hand. Das konnte man nur über eine beschränkte Zahl von Jahren mieten für die Verwertung. Das brachte uns große Vorteile, weil wir uns nie einem Diktat der Musikindustrie beugen mussten. Wir uns nie irgendeinem Diktat der Industrie Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich der Maxi-Single-Markt rasant. Der Markt war ziemlich neu. Ich fühlte, dass wir mit Bostitch ein gewaltiges Potenzial hatten. Ich schlug ihnen vor, den Titel noch einmal aufzunehmen, neu zu mischen und zu schauen, was sich ergibt. Das taten wir, ich glaube, 1981 im Zürcher Powerplay-Studio, mit sehr interessantem Resultat. Kurioserweise hatten wir also als englische Plattenfirma eine Schweizer Band aus Amerika unter Vertrag. Und als wir Bostitch in Amerika veröffentlichten, war das ein Riesenerfolg. So verkauften wir die Band den Amerikanern zurück. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Überraschenderweise hatten wir ja sehr früh Erfolg, schon mit einem der ersten gemeinsamen Songs, Bostitch. Der lief in New York bei den Communities der Schwarzen und Latinos, in den Black Radio Stations, WBLS, Frankie Croker Show und wurde über Nacht zu einem riesen Tanzhit, der dann auch zu unseren Auftritten in New York führte. Bestimmt machte dies Yellow erst möglich. Recht eigentlich möglich gemacht. Einmal sah ich Boris in einem Londoner Studio zu. Jemand, ein Fan der Band, kam dazu und zeigte ihm ein brandneues Keyboard von Roland. Eines, das Boris noch nie gesehen hatte.
Er schaute nicht einmal die Gebrauchsanweisung an, schaltete es einfach ein. Er war ein wenig nervös. Er mochte es nicht, vor Leuten zu spielen, die er nicht kannte. Schon gar nicht mit einem neuen Instrument. Es war erstaunlich. In der einer Minute traf er den typischen Yellow Sound. Und dabei hatte er das Manual nicht einmal angeschaut. Das habe ich oft bei ihm gesehen. Anleitungen übersahen sie. Die Art, was der Boris macht, die ist so genau. Die Art, wie Boris Musik macht, ist so genau. Und selbst wenn man den Sound heute anhört, und ich meine den aus den Anfängen der 80er Jahre, ist er immer noch einmalig. Und man hat das Gefühl, dass sich sowohl der Sound als auch die Art der Aufnahmetechnik bis heute nicht abgenützt haben. In den letzten 25 Jahren bis zu heute ist das alles viel einfacher. In den letzten 25 Jahren ist alles viel einfacher geworden. Ich würde aber nicht sagen, dass Musizieren sei leichter geworden. Es braucht immer noch sehr viel Innovation und Eigenart, will man sich abheben aus der Masse der Konsumenten und Benutzer solcher Geräte und irgendwie ein Lichtlein sein am Horizont. Gerät irgendwie abhebt und überhaupt noch irgendwo ein Licht liegt am Horizont. On planet the blue. On planet the blue. Ist das der, hä? Planet. Mit dem Computer kann ich völlig einzoomen. Mit dem Computer kann ich gewissermaßen in die molekulare Struktur des Sounds einzoomen und so in den Klang eintauchen und ihn manipulieren, dass er völlig anders klingt. Auf diese Weise entstehen Hunderte und Tausende von Sounds, die ich im Vorfeld eines Stückes als Fragmente vorprogrammiere. So wie ein Eichhörnchen seine Nüsse versteckt. Später nehme ich sie dann aus dem Ordner heraus und setze sie zu einem Stück zusammen. Dass ich dann die irgendwann wieder einmal zu dem Ordner ausnehme und zusammensetze zu einem ganzen Stück. Ich lebe von Klangwelten und erlebe sie überall, sei dies in der Natur oder sonst wo, wo es möglich ist. In den Bergen zum Beispiel konnte ich als Kind an keiner Wand vorbeigehen, ohne zu schreien, pfeifen oder zu klatschen und zu hören, wie das Echo zurückkommt. Das war für mich immer sehr wichtig. Ich habe jedes Tal ausprobiert, auch jene Täler, wo der Schall lange braucht, bis er zurückkehrt. Das ist für mich das Größte überhaupt und auch heute noch interessant. Heute noch. Da ich in dieser Arbeitssituation eigentlich eben wie ein... Da ich wie ein Mönch völlig abgeschnitten von der Umwelt im Vakuum der Studioatmosphäre arbeite und niemanden brauchen kann, der mir ständig über die Schulter schaut und mich bedrängt und sagt, ich brauche ein Stück und möchte heute Nachmittag singen, empfand ich diese Zusammenarbeit mit Dieter in dieser undemokratischen Weise immer schon als sehr angenehm. Ich denke, dies ist auch der Grund, dass wir uns nach 25 Jahren noch immer ertragen. Und ich glaube, das hat auch die Möglichkeit gegeben, dass wir 25 Jahre den Amt vertragen. Wir haben, ich würde sagen, einen gemeinsamen Nenner von Humor. Wir haben einen gemeinsamen Nenner von Humor und Spiel. Wir sind etwa so wie zwei kleine Jungs, die im Sandkasten verschiedene Sachen ausprobieren, Burgen bauen, Fähnchen reinstecken, ein Loch graben, bis wieder alles zusammenfällt. Jedenfalls viel eher als seriöse Musiker. Als dass wir seriöse, in Anführungszeichen, Musiker sind. Und das gemeinsame Spiel verlangt... Und dieses gemeinsame Spiel verlangt großes Vertrauen, weil immer, wenn man etwas Interessantes macht, man sich auf die Ebene des totalen Idioten zurückbegeben muss, der nichts weiß. Dieses Nichts-Vorgeben, sich absolut gehen lassen bei den ersten Versuchen, einen Song zu kreieren, ist wahrscheinlich das Geheimnis dafür, dass man immer wieder etwas Neues herausfindet, weil man keine Prätention an den Tag legen muss. Eben weil man keine Prätension muss an den Tag legen. Squeezing my soul, I'm losing control. Wie findest du das? Schon mal gut, oder? Nicht schlecht, doch. My soul, I'm losing control.
You're freezing my soul on ice. Wisst ihr das? Spiel es auch ab. Also vom Reim her? Spiel nochmal, spiel nochmal, spiel nochmal. Die Texte stehen eigentlich immer gleich, indem ich an Boris. Die Texte entstehen eigentlich immer gleich, indem ich die Tracks von Boris anhöre und dabei in meinem Kopf ein imaginärer Film abläuft. Denn sie sind alle visuell sehr anregend, wie Soundtracks zu einem Film, den es noch nicht gibt. Es ist, als ob eine Festplatte im Gehirn durch Boris Musik belichtet würde. Belichtet würde durch Boris seine Musik. I'm losing control. You're freezing my soul on ice. Squeezing my soul. I'm losing control. Das fasziniert mich an Dieter, dass er mit Irrsinn. Mich fasziniert an Dieter, dass er mit einer irren Leichtigkeit, ohne Last auf der Schulter, an die Dinge rangeht. Er steht vors Mikrofon, macht ein paar Texte und bereits in ein oder zwei Stunden hat man etwas, das man besprechen und anhören kann. Die Stimme muss prägnant sein. Wenn's nach mir würde, ging es nach mir, hätte es wahrscheinlich noch weniger Auftritte von Yellow gegeben. Ich finde es immer etwas billig, auf der Bühne einen riesigen Computerberg, zwei Keyboards und zwei Typen zu sehen, die mit dem Po wackeln, den Kopf schütteln und tun, als würden sie live spielen. Das sieht doch ziemlich lächerlich aus. Das sieht immer irgendwie ein bisschen stier aus. So zwei Männer, statisch, zwei Männer, von denen ja jeder weiß, die können unmöglich die vielen Geigen und die ganzen Chöre im Hintergrund auch noch singen. Für mich als Sänger und Geschichtenerzähler ist das natürlich etwas anderes. Ich mochte schon immer Live-Auftritte, die anarchisch und auch dilettantisch waren. Für mich war das sehr spannend, dieses Hier und Jetzt. Das hat mit meiner Art, wie ich etwas mache, sehr viel zu tun. Das mache sowieso sehr stark zu tun, oder? Man kann bis Ende der 80er Jahre zurückblenden und als Beispiel Milli Vanilli nennen. Es war ein riesiger Affront, nicht handgemachte Musik, sondern Musik ab Band zu spielen. Also mussten wir andere Wege gehen. 1982 fragte ich Dieter, was könnte es denn sein? Und er, der vom Film kam, sagte, er meinte, dann mache ich kleine Filme. Damals gab es aber MTV noch nicht. Wir gingen ein großes Wagnis ein. Das muss man sich auch vorstellen, wir haben also uns dann in das Wagnis hineinbegeben. Und er hat zu mir gesagt, lass mal. Er sagte mir, für andere Bands gibst du viel Geld aus, damit die auf Tournee gehen können. Ich möchte dieses Geld, um Videos zu machen. Dann hätte Dieter Videos gemacht. Er machte sie und wir zeigten sie in kleinen Kreisen, wie an Vertriebstagungen, vor Händlern und Journalisten. Und dann kam eben MTV. Und dann ist halt dann MTV gekommen. Und so kam es, dass wir gleich zwei oder drei Videos am Start von MTV hatten. Zwei oder drei Videos am Start gehabt. Ihre ersten Videos kamen zum richtigen Zeitpunkt. Pinball Cha-Cha, The Evening Was Young.
MTV war soeben in Amerika gestartet und war scharf auf neues Material. Speziell auf so Besonderes. Niemand hatte damit gerechnet, dass MTV so auf Yellow abfahren würde. Ihre Videos wurden immer und immer wieder gespielt. Crazy about these videos. They were on like heavy rotation almost instantly. Die ersten Yellow-Videos sind in der Roten Fabrik entstanden. Dieter Meier macht bei den Trickaufnahmen stets selber die Kamera und ist auch Regisseur und Autor fast aller Clips. Ich probiere nie, Musik in Bild umzusetzen. Das ist immer ich versuche nie, die Musik in Bilder umzusetzen. So etwas muss eigentlich scheitern. Ich möchte mit den Musikvideos eigenständige Bilderwelten erzeugen, die thematisch im weitesten Sinn etwas mit den Liedern zu tun haben. Im weitesten Sinn etwas mit dem Lied zu tun haben. Meine Videos sind immer 16mm Filme, bei denen ich die ganze Montage der Bilder mit Einzelbildern und Überblendungen in der Kamera drin mache und auch ganz viele Dinge ausprobiere, von denen ich noch gar nicht weiß, wie sie herauskommen. Ich habe ja mit meinen frühen Experimentalfilmen. Bei meinen frühen Experimentalfilmen habe ich sehr ähnliche Bilderwelten erzeugt. Mein erster längerer Experimentalfilm hieß 81,000 Units und lief 1969 in Cannes an der Quinzaine des Réalisateurs. Mit ihm hatte ich eigentlich bereits meine ganze Bildsprache, die später in die Videos einfloss, begründet. Bereits Ende der 60er Jahre tritt Dieter Meier als junger Avantgarde-Künstler auf. Er provoziert mit verschiedenen Aktionen und stellt Fotoserien, Konzeptarbeiten und Kunstvideos aus. I was doing a mamarimaruri, the morning is a journey in my life. Als ich in den 68er Jahren Dieter Meier etwas näher kennenlernte, gehörte er auch zum linken Kuchen, an vordere Front. Allerdings fiel er nicht auf als Ideologe, der irgendwelche Sätze mit einem ideologischen Hintergrund zitiert hätte. Dazu war er viel zu unabhängig und ein viel zu großer Freigeist. Als Künstler fiel er mir erst später auf. Ich machte dann in den 70ern relativ schnell seine erste Einzelausstellung. Und seither gibt es diese regelmäßig.
Auf eine Art ist er ein genialer Dilettant. Er ist ein genialer Dilettant und wiederum auch nicht. Er machte immer das, was ihm in den Sinn kam, und dies mit einer irrsinnigen Leichtigkeit. Ich habe das aus unterschiedlichsten Gründen gemacht, was ich gemacht habe. Was ich machte, tat ich aus unterschiedlichsten Gründen. Im Zentrum steht aber, sich über eine eigene Arbeit definieren zu wollen. Für mich ist sicher ein absoluter Schlüssel. Das Schlüsselerlebnis und die entsprechende Aktion war für mich, als ich auf einem öffentlichen Platz während einer Woche aus einem Haufen von 100.000 Metallstücken jeweils Säcke zu 1.000 Stücke abgezählt habe. Ich wusste damals nicht genau, weshalb ich dies muss und will. Das wurde mir erst viel später klar. Es sagt aus, dass die absolute Leere, das absolute Nichts, das absolut Unbedeutende und totale Nichtkönnen nur auf dieser Welt ist, weil ich das machen will. Also quasi einfach der Wille. Es ist einfach nur der Wille, sich mit etwas zu manifestieren, ohne sich zu rechtfertigen durch Kunst oder Können oder solch lächerliche Begriffe. Dies ist einfach nur da, weil ich dem Ausdruck geben wollte. Es ist einfach da, weil ich dem Ausdruck geben wollte. Aus gut gestellt sein, das hat sicher den Vorteil, dass man... Von zu Hause aus begütert zu sein, hat sicher den Vorteil, dass man als junger Künstler keine finanzielle Not leidet. Aber es hat auch den Nachteil, dass der Impact, sich mit einer Arbeit durchzusetzen und damit Geld verdienen zu müssen, fehlt. Man ist dauernd dem letzten Zweifel seinem Schaffen gegenüber ausgesetzt. Wenn sonst einer ein junger Maler ist und davon leben muss, dann muss er nach vorne stürmen. Er muss malen, sich durchsetzen, die nächste Vernissage haben. Und ich musste eigentlich überhaupt nichts. Ich habe mir auch nie vorgelogen, irgendetwas tun zu müssen. Und dieser fehlende Antrieb, in der Gesellschaft zu bestehen, hat viele Probleme. Aber ein Vorteil ist, dass man bei einem gewissen Erfolg, wie in Yellow oder ich auch auf anderen Gebieten hatte, dass man dank diesem materiellen Polster nicht korrumpierbar ist. Ich habe alle zwei, drei Jahre eine Ausstellung hier in Zürich und bin eigentlich nach wie vor sehr interessiert, solche Dinge zu machen. Aber irgendwann sagte ich mir, ich nehme an diesem Kunstrennen nicht mehr teil. Die Auseinandersetzung mit dem sich beurteilen lassen und dem Karrieremachen in diesem Bereich interessiert mich überhaupt nicht mehr. Videoclips haben viel zur Identität von Yellow beigetragen. Ein weiteres Kennzeichen sind die gemalten Plattencover, die der Zürcher Grafiker Ernst Gamper entworfen hat. Da hat man einmal den ersten Versuch gemacht und hat sofort gesehen,
Wir machten einmal einen ersten Versuch und sahen sofort, dass diese Pinsel- und Bildsprache von Ernst Gamper sehr eigen ist und seine Covers sehr quer standen. Uns gefiel das. Wir wollten ja keine Covers, die vorgaben, Yellow passe in irgendein Format. Es ist Gampers Verdienst, dass er dies wunderbar geschafft hat. Das ist Gampers Verdienst, dass er das wunderbar geschafft hat. Wir freuten uns immer daran, dass bei uns, so wie in einer kleinen Zirkusfamilie, jeder irgendwie mitmacht. Die Kinder hatten jeweils Spaß, ihre kleinen Rollen zu spielen. Insofern sind unsere Videos auch eine Art Familienfilme. Die Töchter sind natürlich heute erwachsen und nun sieht man, wie sie als Kinder zu den wunderbaren Rhythmen von Boris agierten. Als wir noch völlig unbekannt waren, konnten wir viel unbekümmerter arbeiten. Wenn man erst einmal Verträge mit vielen Nullen unterschreibt, fühlt man sich als protestantischer Schweizer auch verpflichtet, dass die Plattenfirmen das Geld wieder einspielen. Man hat also diesen Affen, der den Zucker geleckt hat, immer auf der Schulter und muss versuchen, mit ihm irgendwie spielerisch umzugehen. Und man muss irgendwie schauen, wenn man mit dem Aff spielerisch umgeht. In die 80er, Anfangs 90er Jahre kam eine neue Spielart hinzu, die sogenannten Remixes, wo man sich gegenseitig Samples oder Songs zuschickte und die andere seine eigene Adaptation machte, wie man das vom Jazz und der Klassik her kennt, bei Interpretationen, bei denen man Noten übernimmt. Aber hier nimmt man irgendwelche Samples und macht eine neue Version. Für mich war der Sampler letztendlich ein revolutionäres neues Musikinstrument, was ein neues Verständnis von Musik in der Weise erlaubt, dass man mit Tonquellen und durch Komponieren von verschiedenen Tonquellen seine Musik erzeugt. Und da habe ich das Gefühl, dass da tatsächlich der DJ der Musiker neuen Typs war, weil der immer so musiziert hat und der praktisch mit dieser bahnbrechenden neuen Technik im Grunde dann an den Start gekommen ist. Und Yellow gehört natürlich zu der Generation noch von Musikern, die da praktisch am Start auch das mit inspiriert haben. Mit jedem DJ, mit dem ich gesprochen habe, sei dies Westbam, Mark Spoon, Sven Väth, die ganz Großen dieser Liga, sowie Moby, die sind alle ganz begeistert von Yellow. Jeder, der in den 80er und anfangs der 90er Jahre elektronische Musik machte, hat irgendwann Yellow remixed.
wo wir das entdeckt haben, dass als wir entdeckten, dass man CDs kaufen kann, wo Samples von uns, ja sogar ganze Patterns, wie zum Beispiel The Race mit der Saxophonmelodie, angeboten wurden, dachten wir, wieso legen wir das Tafelsilber nicht einfach vor die Tür, geben es direkt den Leuten und schauen dann, was sie damit machen, ohne dass sie mühevoll aus der CD einen kleinen Part klauen müssen, der gleichzeitig von anderen Tönen überdeckt ist und nicht wirklich freisteht. Das war die Idee zum Projekt Hands on Yellow. Und so kamen all diese Leute wie Carl Cox oder Westbam zu mir ins Studio, konnten Teile der Stücke, die sie auswählten, direkt hier vom Multitrack herunterladen und zu Hause damit machen, was sie wollten. Direkt von mir ab dem Multitrack oder was immer, wie das möglich war, haben sie abladen und mit heine und selber etwas daraus machen. Der Reiz beim Remix ist einfach mal an Material zu kommen, an das man sonst eigentlich nicht kommt. Und auf einmal kriegt man diese ganzen Spuren, diese ganzen Tonspuren mit den einzelnen Instrumenten drauf und kann auf einmal sehen, wie die das gemacht haben. Das ist eigentlich wie so ein Kinderwunderland, ja, wo man auf einmal so reingeführt wird auf einen großen Spielplatz, wo die schönsten Sachen auf einmal sind. Und man darf jetzt auch, man hat auch noch die Freiheit, damit irgendetwas Neues zu schaffen. We love it. We need it. Excess. We hate it. We want it. Express. We dream it. We get it. Not less. We need it. We love it. Excess. Techno ist für mich schon eben nicht ein Inbegriff. Techno ist für mich nicht der richtige Begriff für unsere Musik. Wir bedienen uns zwar der Mittel wie Synthesizer und Klangcomputer, aber ich glaube, man kann uns nicht bejubeln als Techno-Väter. Damit könnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Unterjubeln, dass wir Techno-Väter sind. Im Stil von Four to Floor, weißt du, die Teutonen-Techno-Geschichte, da könnte ich mich gar nicht damit identifizieren. Kraftwerk sind auf sehr subtile Art mit solchen Klanggeschichten umgegangen. Sie gingen ihren Weg und wollten Roboterimitationen darstellen. Wo sie Roboterimitation darstellen wollten, wo ich genau das Gegenteil wollte. Ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte diesen sehr statischen und sterilen Synthesizer-Klängen die Seele entlocken und stärker das Menschliche aus den Maschinen hervorheben. Und habe eher das Menschliche in dieser Maschine hervorrufen. Im Gegensatz zu Kraftwerk, die statische Maschinen bedienen und von ihnen auch gespielt werden wollten. Also das ist für mich ein riesen Unterschied. I
Yellow haben immer wieder Gastmusiker in ihr Studio eingeladen und mit so unterschiedlichen Sängerinnen wie Shirley Bassey, Jay Davis und Stina Nordenstam Songs aufgenommen. Shirley Bassey ein paar Mal getroffen in Spanien, in Marbella und auch in Monte Carlo. Habe ich gesagt, I've got these two crazy guys, diese zwei Schweizer machen super strange Musik. Würdest du dich trauen, über irgendein Lied da etwas drüber zu singen oder drüber zu machen? Und ich habe dann ein paar Tracks vorgespielt und sie hat gesagt, naja, sowas hat sie noch nicht gemacht, aber ich soll einmal einen konkreten Vorschlag machen und dann überlegt sie sich's. Und dann hat Boris mit Billy McKenzie dieses eine Lied entwickelt, The Rhythm Divine. Und ich habe das geschickt und sie hat mich angerufen und gesagt, sie braucht 2 Monate und dann kommt sie und singt. Sie kam dann ins Studio und sie war unglaublich intensiv und sehr, sehr emotional, ging nach hinten, auch ein bisschen unsicher, wenn man möchte, und wollte mich unbedingt dabei haben, als wir diese Vocalaufnahmen gemacht haben, damit sie sich da nicht vor Boris allein exponieren muss. Hat, glaube ich, 2, 3 Tracks nur gesungen, hat wirklich irgendwie so Tränen in den Augen gehabt und ist wieder weggegangen. Und es war sehr, sehr cool. Von Anfang an haben wir gewusst, dass das sehr, sehr cool ist, der Track. You know. That my tears have kept me awake. The longer you're gone, I'll hunger and shake. From Warsaw to Rome, I'll wait out of time. Vor vielleicht 5, 6 Jahren ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich überhaupt nicht weiß, was das für sie alles bedeutet hat, dieses Lied. Weil sie hat eine Tochter verloren, die Selbstmord gemacht hat, weil sie anscheinend sich zu wenig um sie gekümmert hätte und ihre Karriere vorgegangen ist. Und das war irgendwie ein Lied, das sie ihrer Tochter gewidmet hat. Und das hatten dann eigentlich Dritte im Auftrag ihrer Tochter für sie geschrieben. So hat sie das gesehen. Und ich glaube, deswegen hat dieses Lied so eine Intensität und wird, glaube ich, auch irgendwie den Test der Zeit überstehen. Es war total anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Sonst geht man ins Studio, die Produzenten wissen eigentlich, was sie wollen, oder sie stellen einen vors Mikrofon und sagen, sing. Boris hat eine völlig eigene Art, Musik zu machen und mit den Leuten umzugehen. Und dies zeigt sich auf jedem ihrer Alben. Was ich an ihm sehr mag, er hat ein sehr gutes Ohr und ein sehr gutes Gefühl für Musik. Man spürt, dass er lebt für die Musik, die er macht. Und dies nicht für Geld oder das Business. What he's doing, it's not for money, it's not for business or anything. He's really living that. He has a picture in his mind. Er hat ein Bild im Kopf und kann dies sehr gut beschreiben, so dass man versteht, wovon er spricht. Wenn man mit ihm im Studio singt, ist es, als spiele man eine Rolle in einem Film. Acting and playing a role in a film. When you're singing in the studio with him. I mean, Boris is, you know, likes. Boris mag es, wie ein Äffchen rumzuturnen und dabei wunderbare Sounds und riesige Soundwelten zu bauen. Es ist unglaublich, wie viel Energie und Kraft er da hineinsteckt. Man hört ja nur das perfektionierte Endresultat. Was dahinter steckt, ist erstaunlich. Ich habe mit vielen verschiedenen Produzenten gearbeitet.
Boris ist am glücklichsten im Hintergrund. Ein guter Schauspieler, ein sehr talentierter Musiker und ein Darsteller, wenn er will. Aber meistens will er nicht. Dieter hingegen liebt die Auftritte. Es ist für mich ein großes Glück. Einen Spielfilm zu machen, ist für mich ein großes Glück, weil dann das endlose Zweifeln, unter dem ich sonst so leide, aufhört. Man ist dann zusammen auf einem Schiff, muss über den Atlantik segeln. Es bläst von allen Seiten, aber man muss vorwärts machen und irgendwie schauen, wie man ankommt. Ich bin 1991 nach Los Angeles gekommen, ganz klar in der Absicht, da Film zu machen. Ich kam 1991 hierher nach Los Angeles mit der klaren Absicht, hier Filme zu drehen. Es hat mich interessiert, mich in dieser professionellen Umgebung, wo Filme machen The Industry genannt wird, als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor durchzusetzen. Dieter Meier pendelt zwischen seinen verschiedenen Wohnorten Los Angeles, Zürich, Argentinien und Indien und betätigt sich überall auch als Geschäftsmann. In seinem kalifornischen Domizil hat er ein eigenes Tonstudio und einen Schneideraum und arbeitet an einer neuen Fassung seines zweiten Spielfilms Lightmaker, den er 2001 am Berliner Filmfestival uraufgeführt hat. Ich habe die 16 mm gedreht, die Filmhintergründe. Diese Filmhintergründe und bewegten Fresken drehte ich selber im 16 mm Format. Die polnischen Profis dachten erst, das gibt überhaupt nichts, das ist ein Wahnsinniger, weil ich winzige Dinge wie Silberfolie und bewegten Kaffeesatz mit Makrolinsen filmte und dann in riesige, hochprojizierte Welten verwandelte. Eine Technik, die ich schon lange für die Yellow-Videos verwende. Dies war auch der Ursprung des Films. Ich wollte das sogenannte Experimentelle meiner Filme, mit dem ich ja begonnen habe, in einen erzählerischen Kontext bringen. Deswegen die Geschichte dieses Musikers, der sich mit der Musik seine Fantasiewelten erschafft. Während Dieter Meier seinen verschiedenen Aktivitäten nachgeht, arbeitet Boris Blank ausschließlich an neuen Sounds. Neben den Yellow-Songs komponiert er auch für Filme und Werbung. Es gibt ja viele Filme, die unsere Musik genommen haben, ohne... Es gibt viele Filme, für die Yellow-Musik genommen wurde, ohne dass ich dafür Arbeit hatte. Es wurden einfach Stücke ausgewählt, die sehr bildhaft sind und sich sehr gut eignen für gewisse Szenen. Die ihr dann auslesen, so als Beispiel der Ferris Bueller's Day Off... Oder The Secret of My Success, wo die einfach gefunden haben. Da fanden sie das Stück Oh Yeah, passte sehr gut dazu. Anders zum Beispiel bei Ford Fairlane, zu dem ich das ganze Scoring machte. Da bin ich gebunden an Szenen innerhalb der ganzen Dramaturgie mit ihren Bildern und Höhepunkten. Da muss ich mich musikalisch einfügen. Das ist manchmal kompliziert und man stößt gelegentlich an eigene Grenzen. Wenn ich hingegen meine eigene Musik mache, bin ich ganz offen und frei. Ich kann Fehler machen und ein Patchwork aus Sounds so zusammensetzen, wie ich es möchte.
Ich mag es sehr, irgendwo anzukommen, und ich mag es, wieder wegzugehen. In all meinen Häusern, außer vielleicht in Zürich, wo meine Familie lebt, fühle ich mich als Gast. Diesen Status von Transit habe ich sehr gerne. Es scheint, als würde ich dies brauchen. Im Gegensatz zu Dieter reise ich sehr wenig. Ich fliege nicht gerne. So bin ich gezwungen, in meiner Isolation im eigenen Kopf zu reisen. Ähnlich wie Karl May, der im Gefängnis Indianerbücher schrieb. Ich bin einer, der mit seinem Geist reist. Yellow wird bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sie Aufnahmen für die Zukunft machen. Sie sprühen vor Ideen. Bei jeder Yellow-Aufnahme, bei jedem Stück, entstanden nebenbei 2, 3, 4, 5 Stücke, die noch nicht fertig sind. Sie sind voll wunderbarer Inspirationen. Und selbst wenn sie keine Aufnahmen mehr machen würden, sie könnten weiter vermarkten, was sie bisher geschaffen haben. Und damit immer noch alle umhauen.